Hallo zusammen, ich habe festgestellt, dass mein Studio hier zu klein ist. Und zwar habe ich hier einen 12-Volt-Kühlschrank, einen Solarkühlschrank oder sonst irgendwie an der Batterie betreibbar. Dieser Kühlschrank hat hier eine Höhe von 144 cm und ist das Nachfolgermodell vom WL270. Der WL270 gibt es nicht mehr. Wir nennen jetzt das Teil den WL271. Und dieser Kühlschrank hat eine Breite von 55 cm und eine Tiefe auch von 55. Dieser Kühlschrank hat oben ein separates Gefrierfach mit 30 Liter Inhalt und unten haben wir 150 Liter, 164 Liter als Kühlschrank mit Gemüseschublade, mechanischer Thermostat, Innenbeleuchtung, relativ gut isoliert und wir haben einen Jahresenergiebedarf nach dem neuesten Energielabel von 170 Watt in der Stunde. Ich habe den noch nicht getestet im Testraum bei uns, aber ich denke, er wird besser sein als der alte, der WL270, und der hat um die 20 Wattstunden gebraucht aus der Batterie. Also wenn ich eine 100 Amperestunden Batterie nehme, für diesen großen Kühlschrank, eine Lithium, und das hier, dann kann ich den Kühlschrank so etwa 70 Stunden daran betreiben. Das heißt, sind etwa 2,5 Tage, dann ist die Batterie leer. Und dann muss ich natürlich wieder schauen, dass was reinkommt. Vom Solar her, ich brauche hier um die 200 Watt Solar Nennleistung, dass ich diesen Kühlschrank in der Alphütte betreiben kann. Wir schauen uns das Tiefkühlfach hier oben nochmals an. Ihr seht, wie das aussieht. Mit der offenen Türe schauen wir auch hier oben rein. Also ist eigentlich nichts Besonderes. Was dieser Kühlschrank hat, jetzt wackelt ihr. Dieser Kühlschrank hat einen Außenhautverflüssiger. Das heißt, wir können im Kühlsystem nicht kühlen. Ein Kühlsystem ist eigentlich ein Wärmeabtransportsystem und im Kühlschrank drin wird es auch nicht kalt, da ist es nur weniger warm und diese Wärme wird nach draußen transportiert. Und jeder Kühlschrank wird irgendwo warm. Und dieser Kühlschrank wird hier auf der Seite warm. Und wenn wir jetzt diesen Kühlschrank einpacken, links und rechts ein Holzbrett wie im Wohnmobilsektor, dann wird dieser Kühlschrank ersticken. Und da haben wir eine Lösung dazu. Für das drehe ich jetzt den Kühlschrank kurz um. Ja, ich habe den Kühlschrank von hinten. Wir sehen jetzt den Kühlschrank hier von hinten. Hier ist ein Isobutanverdichter drin, weil wir dürfen hier keine R134a mehr verbauen. Und hier haben wir einen Kondensator mit Lüfter eingebaut. So können wir hier die Wärme direkt abgeben. Weiter seht ihr hier ein Kabel. Wir haben also das Anschlusskabel auf 12 Volt. Und wir haben hier ein langes Kabel. Und das geht hier auf diesen Thermostaten. Das ist eine weitere Option, Digitalthermostat, dass ich das Teil extern steuern kann. Eine saubere Temperaturanzeige. Und diese Digitalanzeige, die hat hier jetzt 2,5 Meter Distanz. Und so sehen wir die Temperatur. Ich habe hier den Katalog für die Solarkühlschränke, das verlinke ich euch natürlich unten drin, 2020. Wir haben natürlich jetzt Probleme, dass wir massive Preisaufschläge kriegen. Dieser Kühlschrank kommt aus China,
das Gehäuse. Wir bauen den um. Wir haben jetzt zum Beispiel aktuell das Problem, dass wir auf Ware lagern, warten, die bei Suez blockiert waren. Wir werden auf Mai eine Preiserhöhung haben bei diesen Solarkühlschränken. Gibt dann auch einen neuen Katalog, so einen kleinen Flyer, der werde ich auch unten verlinken. Hier oben mache ich euch den kleineren Kühlschrank und hier noch den alten Kühlschrank, den WL270. Und hier verlasse ich euch und ich wünsche euch einen schönen Tag.